So, jetzt müssen wir nach Deja zu den Mooren. Hast du an Melee-Waffe irgendwas geändert seit vorhin? Ich habe die ausgetauscht. Explosiver Treffer. Ah. Aha, da haben wir das doch. Was ist das denn für eine scheiß Waffe denn? Ich bringe ja gar nichts. Also gut gegen Gruppen vielleicht, aber komplett behindert dann. Naja. Dann müssten wir jetzt mal zu den Mooren. Wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Können wir mal kurz eine Runde schlafen gehen? Nur herein. Ach ja, und dann zu Fuß, ne? Also entweder mit dem Schiff oder Pferd, aber zur Not zu Fuß. Genießt euren Aufenthalt. Pferd oder Fußwäsche hat kein Schiff. Ah, ja, stimmt. Könnten natürlich auch mal kurz ein bisschen verkaufen, ne? Was ist das für ein Bogen? Haben wir den irgendwo schlechter? Eigentlich nicht. Die verkaufe ich jetzt aber, die Waffe. Die ist doch komplett behindert, denn. Oder falschen Großmeister, ja, das kann ich natürlich machen, ja. Sollte auch nicht mehr so lange dauern. Boah, 2 Punkte fehlen uns da noch. Ich habe jetzt, glaube Mittwoch oder so. Dienstag. Dienstag habe ich jetzt. Oder Datum. Also 4. April. April ist Kacke. Wieso? Worauf wollt ihr hinaus? Ihr wollt ausgebildet werden. Kann mir nichts mehr beibringen. Oktober, kannst du die Genie-Lampe benutzen? Was bringt die dann im Oktober? Skillpunkte, ah, okay. Ja, war idealerweise 22 bis 28. Okay. Ja, ich weiß, dass es am Ende des Monats gibt es immer mehr, das weiß ich. Ich glaube, ich liege gerade falsch. Da müssen wir hin. Aber wann was es so gibt, da weiß ich, das weiß ich nicht. Kettenmeister müssen wir nämlich hier werden. Ich weiß auch nur, dass Oktober Skillpunkte sind. Alles andere ist unwichtig. Ja, okay, ja, stimmt. Eigentlich stimmt's ja. So, wo ist hier der Kettenmeister? Stehlenmeister. Oha, was machst du denn hier? Hä? War das schon alles? Und ihr, hä? Aber es sind doch die normalen Dorfbewohner. Warum hassen sie mich denn jetzt auf einmal? Ich hab gar nichts gegen die gemacht. Weil du zu Licht gegangen bist. Ach so.
Die stellen sich aber auch an. Wo ist denn jetzt der für Ketten-Atemmagie-Experte? Streitkolben-Großmeister. Ich guck mal kurz auf der Karte. Da. Großmeister Erdmagie. Das suchen wir halt noch nicht. Stehlen, Schattenmagie, Kondition. Suchen wir auch nicht. Experte, Großmeister Keule, nee. Da, Großmeister Kette. Nee, nicht Großmeister. Doch, Großmeister, stimmt. Zwei. Da. Ja, das war doch die Stadt da hinten, ne? Ja. Ja. Also fliegen ist halt echt nice, ne? Aber fliegen kann, glaube ich, nicht in Höhlen angewendet werden, soweit ich weiß. Da wäre es halt auch manchmal noch sinnvoll. Da. Wissen wir mal, können wir im Kampf das Stadtportal überhaupt anwenden? Oder geht das denn da immer schief? Doch, können wir. Ah gut, jetzt sind wir aber auch außerhalb. Nur als Großmeister, okay. Gehen jetzt mal... Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen nach Harmondale, glaube ich. Speichern und gucken uns jetzt mal unsere Aufträge an, was wir als nächstes machen. Den Tempel von Bar. Gewinnt 5 Kämpfe in der Arena. Das könnten wir natürlich jetzt auch einfach eiskalt durchziehen. Die Gebeine können wir noch zurückbringen. Müssten wir eh hin für Telekinese. Dann können wir hier nämlich auch einen anderen wieder nutzen. Zum Beispiel einer, der uns dann mehr Gold bringt. Besteht die Nebelwende, könnten wir auch machen. Das müssten wir jetzt ja können, wenn wir unsichtbar sind. Finde Haldas Gebeine im Labyrinth. Die Labyrinth-Quest müssen wir noch machen. Finde das Festgewand in der Grubenhalle. Aha, das könnten wir auch noch machen. Finde 3 Statuen und stellt sie auf die Schreine. Ah, was machen wir als erstes? Mit 3 Gemälde. Die Gemälde müssen wir halt auch noch machen, auf die habe ich gar keinen Bock. Ich denke mal, wir sollten erstmal jetzt alle die nächste Beförderungsquest machen für jeden. Fehlt ja eigentlich dann nur noch der Krieger und der Zauberer. Weißt du gerade, wo man die Quest für den Zauberer annimmt? Oder für den Magier? Beförderungsquest?
Schule der Magie in Bakada. Na gut, da würden wir ja auch schnell hinkommen. Müssten wir noch in die Himmelstadt? Dann könnten wir halt auch schnell die andere Quest hier machen. Die Nebelwände kurz durchgehen. Obwohl, nee, da müssen wir noch gucken, welche Schalter wir so drücken müssen und sowas. Nee, habe ich jetzt gerade nicht so Lust zu. Gucken wir uns die mal an. Und runterspringen. Hier. Und dann war die Schule doch irgendwie auf den hier. Ja, das war richtig. Schule der Zauberei. Das wirklich? Das wirklich wollen? Ich weiß es auch nicht. Erzmagier. Willkommen zurück, mein Schüler. Die Golem-Lektion war bloß eine Übung. Wenn ihr hingegen Erzmagier werden wollt, müsst ihr wirklich etwas für euren Berufsstand tun. Kopien des berühmten Gottes-Eingriffs, Zauberspruchs, gibt es wirklich nicht viele und unglücklicherweise haben wir hier keine. Was diesen Zauberspruch betrifft, haben wir schon ziemlich viel Pech gehabt. Eigentlich gibt es den Spruch schon seit längst vergangenen Zeiten, doch wir haben ihn nie in die Finger bekommen. Wir sind oft ganz nah dran und schicken dann Gildenmitglieder los, um ihn zu finden. Aber bisher ist es noch niemandem geglückt. Manchmal halten sie ihn schon in den Händen und verlieren ihn auf dem Rückweg. Manchmal verschwindet das Buch einfach und taucht erst 20 Jahre später wieder in irgendeiner Höhle auf. Eine verlassene Insel? Oder auf einer verlassenen Insel? Nee. So, auf einer Höhle, auf einer verlassenen Insel. Wir glauben, dass sie sich der Spruch im Moment im Brutgehege in der Grube befindet. Findet den Zauberspruch und kehrt damit hierher zurück. Prächtigsten Fluch. Ja, aber dann kriege ich doch auch bestimmt den Zauber. So. Sind wir doch bestimmt so nett und geben uns den. Nice. Im Brutgehege in der Grube und bringt es zu Thomas Gray. Hä, wo ist jetzt das Brutgehege? Du kriegst die Kopie davon, aber macht keinen Unterschied. Brutgehege ist in der Grube unter Deja. Aha, wo wir gerade herkommen. Ja, Tag. Sonntag, wir haben Sonntag. Erstmal Arena. Kannst in der Grubenhalle davor gleich die Stola für die andere Quest nehmen. Mitnehmen. Okay. Ja, musst du mir dann gleich nochmal sagen, was genau? Machen wir das auch, aber erstmal kurz in die Arena rein. Ihr wollt reisen. Es geht so. Vielleicht hätte ich speichern sollen, ne? Dann habe ich das letzte Mal gespeichert. Quick Save. Ja, hier habe ich doch gespeichert, oder was? Von heute? Nee. Doch. Was war das? Doch, das muss ja der Tag gewesen sein. Ah, das könnte man natürlich auch machen. Stimmt. Kann man sich auch gut hinstellen und positionieren. Magisches Auge auf jeden Fall. Hier machen wir Wasserresistenz. Heldentum.
Erdresistenz. Luftresistenz. Segen. Wir machen hier noch das Schild rein. Wasserwandel? Nein. Wasserwandel brauchen wir wohl nicht. Auf die ganzen Waffen wieder. Das ist halt so nervig, die ganzen Waffen zu verzaubern. Autosave hast du auf jeden Fall in Harmonil. Ja, stimmt. Das müsste ich auf jeden Fall haben. Feueraura auf ihre Waffe noch. Bewahrung hast du noch nicht. Da hast du das schon drauf. Darauf noch. Wäre zumindest cool, wenn wir jetzt nicht da wieder reingehen und zack, alles wieder weg. Ganzen Bast gleich wieder wechseln, das ist da nicht so schön. Ja, die noch. Regeneration. Alle Arten von Engel und Magie machen Bast weg. Okay. Oh, hatte die das nicht schon? Ja. Da ist es drauf. Da und da ist es drauf. Und du kannst das noch auf deine Axt haben. Und dann müsstest du es doch auf den Bogen können. Und dann habe ich alle. Körperresistenz noch. Also, du hast es auf dem Bogen, ne? Ja. Regeneration. Die noch nicht. Der zweimal Regeneration fehlt noch. Also insgesamt 6 verschiedene Monster. Okay. Werden wir bestimmt wieder einen haben. So. Unsichtbarkeit rein. Auch bloß nicht das Falsche anklicken. Okay, Löwen oder Manticore haben wir. Ein Rock. Meister. Eine Hydra, die würde ich mal als stärkste einschätzen. Noch eine Hydra. Golem. Und wieder ordentlich Golems. Ich würde tatsächlich sagen, wir fangen hier irgendwie ganz dezent in der Ecke an. Oder? Oder in der Ecke? Ich glaube in der Ecke. Die Manticore nicht anklicken. Die sind buggy, da kackt das Game immer ab. Ah, okay, danke für den Tipp. Soll mich das jetzt beeindrucken? Kann man die gut mit dem Zauber mal belegen? Was bringt 13 Schaden nur. Was bringt hier deine Klinge? 43. Freut mich. Der Säurestrahl. Schaden nur. Au. Die Hydra wäre schon ganz gut, wenn sie weg ist, bevor sie hier ist. 3 Schaden nur. Komm, hau sie doch jetzt einfach so weg. Ich denke mal, Feuer, die wird feuerimmun sein. Nun, Katze.
Sind gleich die Geister. Die können mich doch wieder alt machen. Was machst denn du da oben? Erstmal weg hier jetzt. Erstmal jetzt in die ganz andere Ecke vielleicht oder so. Ja. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Aber bis jetzt sieht ja noch alles ganz gut aus. Die Waffen sind auch noch nicht weg. Kann eigentlich keiner wegmachen, ne? Na, die macht Melee auch nicht mehr Schaden als Range. Keine Explosion. Ja, das lag also an der Waffe. Hilfe! Soll mich das jetzt beeindrucken? Jetzt sind hier aber viele Golems hingekommen. Die nicht anklicken, sagtest du, ne? Oh, jetzt sind mir hier ein paar viele Golems. Irgendwie haben wir diesmal eine recht schwere Gruppe, hab ich das Gefühl. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Kriegen wir den Golem nicht noch weg? Soll mich das jetzt beeindrucken? Und der Golem wäre zumindest jetzt mal was Gutes, wenn wir den noch wegbekommen. Ja, das war jetzt erstmal gut. Warum müssen die denn da auch da oben drauf stehen, die Hydras? Soll mich das unerträglicher? Schmerz! Also zieht uns erstmal hier hinten in die Ecke. Und machen vielleicht, hoffentlich, entspannt nur den hier. Und den Rock. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, sind noch echt viele, ne? Nur ein Katzer. Oh. Musstest du dich denn gleich umhauen? Die Hydra sind halt, ne? Ist Regeneration ist drin, ja. Wir können mal Kraftheilung machen. Nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, aber naja. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, wir müssen hier ein bisschen weg. Ihr hättet auch viel Leben mittlerweile. Oh, ich wollte doch den Golem jetzt weiter bearbeiten. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, die Geister sollen mich nicht alt machen. So, jetzt gehen wir da unten wieder in die Ecke. Ich glaube, das Gute ist, die sind zwar da oben, aber können mich hier unten nicht treffen, ne? Den Vogel habe ich noch weggemacht vor. Ah, okay, die machen nicht alt, nimm aber Mana weg. Ja, das sollen sie auch nicht machen. Ist nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Das sollen sie auch lieber mal nicht machen. Ah, guck mal, aber die hau ich schnell weg. Der ist noch eine Runde, sag ich. Okay, zwei. Zwei Runden noch. So, der wäre gut, wenn der down ist, bevor jetzt die meisten hier sind. Und der soll sich mal nicht davor stellen. Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Gespenst macht One-Hit bewusstlos. Ja, aber jetzt ist das Gespenst ja schon weg. Das ist ja schon mal. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. So, den hochheilen. Du könntest eigentlich mal. Erstmal hier wieder weg aus der
wie er mir den Weg abgesperrt hat. Soll mich das jetzt beeindrucken, Katze? Soll mich das jetzt beeindrucken? Er ist ja voll auf der Flucht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Da ist noch ein Gespenst. Aber das sollte hier nicht mehr ankommen. Ja. Den Meister vielleicht noch vorher wegmachen, bevor er hier ist. Schafft man das? Ja, easy. Das Gute ist, dass der jetzt hochfährt. Dann kann ich jetzt hier entspannt die beiden vielleicht machen. Nice, und jetzt noch den. Haha, das war ich. Oh, der wäre noch gut. Den noch schnell wegmachen. Nice. Jetzt gehen wir. Der Gunn ist auch gleich weg. Da hinten in die Ecke. Oh, Hilfe! So gut wie alles klar. Auch gut. Kurz mal eine Auszeit nehmen. Erstmal entspannt reparieren. So gut wie neu. Das schafft niemand. Das schafft niemand, sagst du? Alles klar. Skelett schafft alles. Könnten die Zauberstäbe eigentlich auch nochmal benutzen, ne? Sind die dann doch immer recht stark? So gut wie neu. Hattest du den? Nein. Werde den. Charisma, sie. Er hat noch eine kaputte Brust, die reparieren wir nochmal. Dann so ein Zauberstab hier, so ein des Lichts. Des Eises. Und den vielleicht auch für ihn hier nehmen. Und dann machen wir damit schön hoffentlich Schaden. Will ich sie alle hier so ein bisschen ranlocken, hoffentlich. Und dann gehe ich wieder auf die andere Seite. Hab überlegt, mal einen Run nur mit Zauberstäben zu machen. Aber ich bin noch am überlegen, welche Klasse dazu okay wären. Oh, nur mit Zauberstäben? Da muss ich ja auch genug Zauberstäbe haben, so. Die gehen ja auch irgendwann weg. Den Golem hauen wir hier noch weg, dann gehen wir auf die andere Seite. Die reichen theoretisch. Ja, wenn du die mal auflädst, ne? Soll mich das aber jetzt beeindrucken? Das geht doch auch immer weniger, meine ich. Dein Zauberstab ist schon, Beispiel schon weg. Der hätte wohl nur noch eine. Ja, den Zauber habe ich auch schon gelernt, sogar. Aber es wird ja immer konstant weniger, wie er denn auflädt, meine ich. Au! Nur ein Katze. Ist zwar nur ein Kratzer? Aber kümmere dich. Ich meine sogar auch auf Großmeister, ja. Könnt ihr mal in dein Buch gucken hier. Aufladen. Der Gegenstand verliert 20% minus 1% pro Fähigkeitswert. Also theoretisch, wenn du Wasser auf 20 hast, sollte das nicht mehr passieren. So verstehe ich das. So verstehe ich das.
Easy. Easy, denk auch so, dass das so stimmt. Also brauchst du wahrscheinlich schon am Anfang ein paar Zauberstäbe. Komm, hol ihn doch noch weg hier schnell. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Dau. Dau. Viel Schaden machen die aber auch nicht. Soll mich das jetzt bauen? Wenn ich das richtig sehe. Bei denen habe ich auch nicht so Bock mehr. Wenn das Spiel jetzt abkackt. Lassen die Maus komplett weg. Warum kann der eigentlich mit dem Bogen schießen? Das macht keinen Sinn. Oder ist das kein Bogen? Oder kein Pfeil, der auf mich zukommt? Dau. Jetzt sind alle da oben. Na toll. Da machen wir den weg. Soll mich das jetzt beeindrucken? Und du machst jetzt mal, ich will das mal testen jetzt, wenn wir jetzt hier aufladen machen. Ganz cooles Geräusch. Okay, jetzt müssen wir nur noch die da oben wegmachen. Alles klar. So gut wie neu. Alles So gut reparieren. wie neu. Hier auch alles gut, yo. Hufeisen. Muss auch nochmal jemand snacken irgendwie, ne? Wahrscheinlich sie hier, damit sie Balschen hochbekommt, ne? Ich brauche also Wassermagie 20 und 4 Schrapnellenzauberstäbe. Jo. Prinzipiell bräuchtest du das, ja? Und du darfst halt nie vergessen, das wieder aufzuladen, weil sonst sind die ja direkt weg. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Nur ein Kratzer. So, der Kampf wird jetzt ein bisschen dauern. Katze. Ich könnte natürlich auch oben rauf fliegen, ne? Aber da fühle ich mich dann nicht ganz so gut. Ich kann durch den Boden hauen. Aha. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, an sich schon, ne? Nach gestern mit den Minotauren, der zu dick war, um durch den Flur zu kommen, kann das natürlich gut passieren, ja. Ich will auch die ganze Zeit speichern, aber geht ja schlecht. Immer schön schräg von der Masse. Und jetzt. Es geht halt sogar. Und ich glaube, dass die mich nicht mehr so wirklich treffen können. Hotbox rechts und links sollte groß genug sein. Wie meinst du das genau, Strobel? Hitbox. So, dass du meinst, dass ich mich auch rein theoretisch hier hinstellen könnte. Rechts und links neben den Eingang. Glaube, so geht das eigentlich ganz gut. Ich weiß zwar nicht, wen ich jetzt gerade treffe, aber wir halten einfach mal drauf. Und wir nehmen ihn hier seinen Stab weg. Den Jungen nehmen wir uns mal seinen Stab Alles weg. klar. Reparieren Alles hier klar. alles, ja. Ist ja auch immer direkt alles kaputt sein Alles muss, klar. ne? So gut wie neu.
finde, unsere Heilerin sieht auch gar nicht aus wie eine Heilerin. Es könnte auch, keine Ahnung, Krieger sein oder so. Boah, Skelett macht aber echt gut Schaden. 79 Schaden. Nicht die Zahlen 1 bis 4 benutzen für das Item-Management? Warum das denn nicht? Geht doch ganz gut damit. Immer. Oder warum soll ich das lieber nicht nutzen? Leben da oben jetzt noch überhaupt welche? Nö. Jetzt sind die alle weg. das haben wir, das verkaufen wir alles. Das machen wir auf dem Marsch wieder. Achso, warum ich das nicht benutze? Weiß nicht, manchmal ist es noch so drinne. Manchmal ist es irgendwie noch so drinne. Normalerweise mache ich das auch. Und manchmal habe ich auch irgendwie im Spiel, dass ich den kurzzeitig Zahlen auf meiner Tastatur nicht nutzen kann. Und irgendwann geht das dann wieder. Ich weiß nicht, ob das an der Tastatur vielleicht liegt. Oder am Spiel selber. Weiß gar nicht, geht das gerade? Ja, im Moment geht's gerade. Das kriegst alles auch noch, du, die Hufeisen. So, ich bin hier fertig. Du hast ein paar Hydras jetzt auf dem Dach, die musst du noch wegräumen. Aber ansonsten haben wir das fertig. Und speichern. Das war jetzt mein dritter Sieg, ja. Jetzt noch zwei. Der Montag halt erstmal wieder. Was wollten wir jetzt machen? Welche Quest? Danger, ja, genau. Also nach Erita Stadtportal. Härteste Quest im ganzen Spiel. Ja, stimmt schon, ist relativ hart. Das Ding ist, ich wollte es eigentlich so machen. Also habe ich auch den Tipp von Crit bekommen. Dass ich das, bevor ich richtig level, also zum Lehrer gehe und hochlevel, immer wieder in die Arena gehe. Und dann sind die ja nicht ganz so stark, die Gegner. Das habe ich auch gemacht. Nur auf der schwierigsten Stufe habe ich das gemacht. 5-mal. Und ja. Man muss es halt auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe machen, damit das zählt. Und da habe ich das leider nur einmal damals gemacht. Die Quest am Ende des Games machen ist witzig. Ja, es ist jetzt schon relativ lustig. Ich werde aber tatsächlich nochmal kurz vor Ende, bevor ich die letzte Quest mache oder so, werde ich nochmal versuchen, dass ich Arena auf schwierigsten Level mache. Mal gucken, ob ich das schaffe. Dahin. So, mit Level 50 rum ist nice. Titan und Drachen. Titan und Drachen, ich fand das gerade eben schon ganz lustig. In der Halle der Titan bin ich ja durchgeschlichen. Und auf der Hälfte des Weges haben die mich dann entdeckt. Ich bin nur noch durchgesprintet. Überall Drachen und die Titanen. Zwei von mir sind draufgegangen. Und die anderen kurz vorweg, ne? Gerade noch so rausgeschafft. Mit Protection from Magic geht schon. Ja, den Zauber habe ich sogar tatsächlich schon. Ja, aber mit 50 werde ich es mal ausprobieren, weil ich dann, weiß gar nicht, ich glaube, jetzt bin ich Level 30 oder 32 oder irgendwie so in dem Dreh. Stufe 33, ja. Hallo, ihr wollt reisen? Warum kann ich da jetzt nicht raufklicken? Hallo, ihr wollt reisen. Jetzt geht's.
Irgendwie konnte ich das gerade nicht anklicken. Wie sie angetapert kommt. Ich glaube, die hat mit mir geflirtet. Und jetzt fliegen anmachen. Und hoch. So, wo muss ich denn jetzt hier genau hin? Wo ist denn der Eingang? Ist ja irgendeine Grube oder so, ne? Das sieht doch nach einer Grube aus, da hinten in der Ecke. Komme ich da ganz hoch? Grube ist ne... an Nordosten, okay. Nordosten, das ist ja da dann. Nordosten, hierhin. Nordosten, hallo, ist hier irgendwo was? Magisches Auge mal anmachen. Ich sehe hier jetzt noch keinen Eingang. Nur ganz viele von den Vögelviechern hier. Die ich auch schon mal alle weggemacht hatte, ne? Immer alle wieder respawned. Ist da? Ah, hier ist der Eingang wahrscheinlich. Gehen wir da erstmal rein jetzt. Grubenhalle. Zombies? Hypern, Stein. Bisher nicht so die stärksten Gegner. Sollte mir recht easy schaffen. Greifen die mich schon an? Ja. Jawoll. Also wenn jetzt die Gegner bleiben, dann sollten wir das recht fix schaffen. Oh boy, in four group vibe. Was meint ihr jetzt gerade? Hätte ich hier nicht einfach reingehen sollen? Oder wieso? Läuft doch hier drinnen ganz gut. Soll mich überraschen lassen. Okay, gucken wir uns das mal an. Was mich hier gleich überrascht. War das schon alles? Der Titan kann ja nicht auf einmal auftauchen und dann ist alles gut. Wem soll das denn nützen? Boah, wir hätten vielleicht nochmal vor uns schon mal Telekinese jetzt holen sollen. Das war ein... Ist auch egal. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder betrunken. Ist jetzt nicht so cool. Trunkenheit kannst du auch nicht wegmachen, nur durch Schlafen. Da nochmal plündern. Ganz nett, aber unnütz. So, das gibt bestimmt in die Hose. Hab's schon. Okay, geht sogar. Wem soll cool. Das denn nützen? Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Wem soll das denn nützen? Was wollte ich jetzt noch? Wollte mir die Quest mal genau durchlesen. Brutgehege. Muss eigentlich nur das Buch hier jetzt irgendwo finden. Und ich soll dir doch noch irgendwas für eine andere Quest holen. Da war doch noch irgendwas.